Hi Leute, hinter mir seht ihr die ehemalige Heilstätte Seefrieden. Seefrieden, die Volksheilstätte für Alkoholkranke, wurde 1906 erbaut und bis 1926 praktizierte hier Konstantin Franz Freiherr von Kügelgen, welcher auch Leiter der Einstellung war. Man sagt, sein Geist treibt sich heute, nein, wir wollen ja keinen Horrorfilm drehen, also lassen wir das weg. Nach Kügelgens Tod hier im Gebäude wurde das Objekt von Edmund von Dören geleitet. Nach der Gründung der DDR wurde hier erst eine Parteischule der KPD eröffnet, die später als SED-Bezirksparteischule Dresden genutzt wurde. Später wurden hier noch ein Freizeitgebäude mit Kegelbahn, 10 Bungalows, Feuerlöschteich sowie ein Luftschutz und ein Nachrichtenbunker hinzugefügt. Nach der Wende wurde das Objekt als Hotel Seefrieden genutzt. Im Feuerlöschteich konnte man baden. Seit 1996 der Hotelbetrieb eingestellt wurde, verfiel das Gebäude mehr und mehr und wurde auch durch Vandalismus stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Fotos machte ich im Juni 2017. Heute ist das Gelände nicht wieder zu erkennen. 2020 wurde hier gebaut und es wurde als Gestüt Seefrieden wiederhergestellt. Die Villa wird vermietet.